Servus, hallo von mir. Heute mit einer weiteren Spezialfolge ohne meine Kollegin Annik. Aber seid euch gewiss, im Hintergrund diskutieren wir weiter an der nächsten Folge unserer Reihe Existenz und Sprache zur Identität. Wir haben auch dafür schon eine Struktur entwickelt, also ihr könnt euch durchaus darauf freuen. Bevor wir gleich anfangen mit dem heutigen Thema, danke für die neuen YouTube-Abonnentinnen, da gab es einiges an Traffic in den letzten Tagen und auch weiterhin die Info, dass ihr uns unterstützen könnt bei PayPal. Da ich sehr viel positives Feedback zu meinen kleinen Spezialfolgen bekommen habe, möchte ich nun etwas Langfristigeres aufbauen und etwas Struktur in diese Spezialfolgen bringen und euch nach und nach chronologisch Philosophen des Mittelalters und dann insbesondere Philosophie und Philosophen der Neuzeit vorstellen. Damit wir auch wirklich strukturiert vorgehen können, hole ich euch ganz am Beginn ab. Deshalb ich in dieser und in der nächsten Folge, also den nächsten beiden Spezialfolgen, euch einen Überblick geben möchte über die Philosophiegeschichte von der Spätantike bis zur Neuzeit. Also die nächsten beiden Folgen werden ein bisschen ein kleiner Crashkurs in mittelalterlicher Philosophie. Der Fokus heute liegt also auf der Spätantike mit dem Philosophen Boethius und auf der Entwicklung der Philosophie als Wissenschaft. Zu Beginn nochmal ein kurzer Einwand. Also es handelt sich hier um die europäische Philosophiegeschichte, wie sie auch akademisch gelehrt wird. Ihr wisst ja alle, dass ich an der Universität Wien Philosophie studiere. Und da geht man eben auch ganz klassisch diesen europäischen Weg. Und der europäische Weg, wisst ihr alle, wird dann grob eingeteilt, wie auch generell die Menschheitsepochen in die Antike, das Mittelalter und die Neuzeit. Natürlich gibt es dann noch kleinere Abstufungen. Die Antike wird dann im spät auslaufenden 6. Jahrhundert nach Christus eben auch Spätantike genannt, hat dann schon Übergänge zum Mittelalter. Im Mittelalter gab es ja auch das dunkle Zeitalter, dann eigentlich noch die Renaissance, Barock und die Neuzeit. Also man kann es nicht hundertprozentig definieren. Es gibt immer auch Philosophen, die so ein bisschen an dem Schnittpunkt zweier Epochen agieren. Aber grob eingeteilt Antike, da fallen uns ganz klar die Vorsokratiker ein, Platon, Aristoteles als die beiden wichtigsten Philosophen der Antike, dann das Mittelalter, darauf gehen wir heute ein, und die Neuzeit, die dann alles bis zur Moderne, bis also, sage ich mal, 1900 beinhaltet, also bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Eine kurze zeitliche Einordnung. Wie eben schon erwähnt, will ich euch in den nächsten beiden Folgen, in dieser und in der nächsten Folge, die mittelalterliche Philosophie näher bringen. Und da kommt einem natürlich die Frage, von welchen Jahren sprechen wir denn da? Wo kann man denn irgendwie Grenzen setzen? Wo hat die Philosophie des Mittelalters begonnen? Wo hat sie aufgehört? Beziehungsweise wo gibt's zumindest so Wendepunkte? Und ein Wendepunkt war 529 nach Christus die Schließung der Platonischen Akademie. Also im 6. Jahrhundert nach Christus, da wirkten dann die letzten Neuplatoniker, bis eben ja die Platonische Akademie geschlossen wurde. Und das nannte man dann noch Spätantike. Diese Neuplatoniker, die waren sozusagen ein letztes Relikt der antiken Philosophie. Alle anderen antiken Schulen waren bereits geschlossen. Zum Beispiel die stoische Schule. Sie beriefen sich natürlich auf Platon, wie man sich da denken konnte bei dem Namen Neuplatoniker. Und sie standen insbesondere in philosophischer Auseinandersetzung mit dem erstarkten Christentum. Ihr wisst ja, das Christentum hat dann nach und nach das Römische Reich kannibalisiert. Und das wichtigste Feld auch schon für diese Neuplatoniker waren die Differenzen zwischen einem religiösen Pluralismus, wir denken da also an die polytheistischen griechischen Götter, und dem christlichen Monotheismus, denn wie ihr wisst, dort gibt es eben und gab es auch schon früher nur einen Gott. Also da kann man so ein bisschen den Beginn der mittelalterlichen Philosophie setzen, 529 im 6. Jahrhundert nach Christus. Und dann herrschte diese Epoche philosophisch gesehen ungefähr 1000 Jahre lang. Also bis in das 16. und 17. Jahrhundert und zwar ziemlich genau bis zu René Descartes. René Descartes wurde 1596 geboren, also kann man wirklich sagen 1000 Jahre. Von dem Jahr 600 bis zum Jahr 1600, also bis 1600, da kann man eigentlich davon sprechen, dass die Philosophie des Mittelalters herrschte. Natürlich ganz, ganz stark davor geprägt zwischen Theologie und Philosophie. Die Philosophie hat sich nach und nach emanzipiert von der Theologie. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Und diese Harmonie zu schaffen, diesen Stellenwert überhaupt der Philosophie zu generieren, dass sie überhaupt als eigene akademische Disziplin anerkannt wird, das kam alles im Mittelalter. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte auf dem Weg zur Philosophie, wie wir sie auch heute kennen.
Also wichtige Wendemarken noch ganz kurz zum Ende des Mittelalters waren da zum Beispiel der Buchdruck oder auch die Reformation 1517. Das waren dann so einleitende Ereignisse, die dann dazu führten, dass nach und nach die Philosophie des Mittelalters und auch diese starke Auseinandersetzung mit Gott eben ein bisschen endete. Heute wollen wir insbesondere über die Zeit der Spätantike sprechen, also 600, 500 nach Christus. Und wir wollen uns heute dann so ein bisschen vorkämpfen bis ins Hochmittelalter, bis also 1200. Ab da werde ich dann in der nächsten Folge weitermachen und insbesondere in der nächsten Folge Thomas von Aquin besprechen. Aber heute bleiben wir in der Spätantike und widmen uns Boethius, also eine der wichtigsten und bedeutendsten Persönlichkeiten an der Schnittstelle zwischen Antike und Mittelalter war Anicius Manlius Severinus Boethius. Ihr merkt schon, ein wundervoller Name, der 480 bis 524 lebte, wobei die Jahreszahlen zu dieser Zeit nicht immer so klar dokumentiert wurden wie heute. Heute wissen wir, wir haben alle ein klares Geburtsdatum, das wird irgendwo bürokratisch festgelegt, das wird niedergeschrieben, das wird dokumentiert und heutzutage auch digitalisiert und wir können das überall nachschauen und nachlesen und notfalls bei einem Standesamt nachfragen und eine Geburtsurkunde anfragen. Sowas gab es natürlich zur damaligen Zeit nicht. Deshalb müsst ihr immer wissen, diese Jahreszahl, die ich nenne, die können sich um plus minus 5 Jahre einfach ändern. Das werden wir bei Thomas von Aquin auch noch sehen. Und bei Boethius sprechen wir eben von 480 bis 524. Also 524 gestorben, 5 Jahre vor Schließung der Platonischen Akademie. Wir sprechen also wirklich von der Spätantike. Die Philosophie des Mittelalters hat noch nicht 100%ig begonnen, aber wir stehen eben schon an dieser Wendemarke. Und Boethius stellt eben eine Persönlichkeit dar, die genau diese Schnittstelle widerspiegelt, der genau an der Grenze zwischen Spätantike und Mittelalter seine Philosophie darlegte. Warum war er denn so bedeutend? Also er hat in der besagten Spätantike im 5. Jahrhundert die logischen Texte, die Logik des Aristoteles, das Organon, sortiert und ins Latein übersetzt. Rein linguistisch ist dieser ganze Übergang auch sehr spannend, denn eigentlich ändert sich mit dem Mittelalter so ein bisschen die vorherrschende Gelehrtensprache. Ihr wisst alle, antike Philosophie und auch die Gelehrten der Antike, die waren meist zu Hause im antiken Griechenland. Das antike Griechenland umfasste ja nicht nur das heutige Griechenland, auch zum Beispiel die Westküste der Türkei oder auch einige italienische Inseln. Aber das Griechische, beziehungsweise das Altgriechisch, war damals mit Abstand die vorherrschende Sprache. Und Boethius hat es dann geschafft. Er kam aus einer vornehmen römischen Familie. Er hatte eine klassische Ausbildung genossen. Er hat eben Altgriechisch und Latein gelernt. Und deshalb hat es Boethius dann geschafft, die Texte quasi ins Mittelalter zu übernehmen. Er hat dafür gesorgt, dass viele aristotelische Texte erstmal nur die Logik ins Latein übersetzt wurden. Eigentlich wollte er sogar alle Schriften von Aristoteles und auch von Platon übersetzen. Das hat er dann nicht mehr ganz geschafft. Wir werden gleich noch hören, warum nicht. Aber er hat zumindest viele Texte und vor allem die logischen Texte übersetzt und damit konserviert für das Mittelalter. Also so eine ganz, ganz bedeutende Persönlichkeit für das Überdauern antiker philosophischer Texte, die ja bis heutzutage noch Verwendung finden, die akademisch besprochen werden und die auch noch im kompletten Mittelalter diskutiert wurden. Kurz zu dem Zeitgeist, der damals herrschte, beziehungsweise zur politischen Situation. 500 nach Christus herrschte der Ostgotenkönig Theoderich und besagter Theoderich ließ Boethius verhaften, inhaftieren und hinrichten. Ich habe gerade schon gesagt, er wollte eigentlich alle Texte des Aristoteles übersetzen. Das hat er genau deshalb nicht geschafft, weil er, wie ihr schon anhand der Jahreszahlen gemerkt habt, nur 44 Jahre alt wurde. Also es hat eine Verschwörung gegeben zum Sturz dieses Theoderichs und Boethius war verdächtig, Teil zu sein dieser Verschwörung und deshalb wurde er verhaftet und dann auch hingerichtet. Ungefähr 1100 Jahre später haben wir das Ganze bei Giordano Bruno schon einmal so ähnlich erlebt, da weniger mit politischem Hintergrund, aber mit religiösem Hintergrund. Ihr merkt also, Philosophen in der Philosophiegeschichte sind häufig angeeckt, hatten häufig mit Schwierigkeiten zu kämpfen, mussten sich häufig durchsetzen und ab und zu wurden sie dann auch einfach zum Tode verurteilt. Über die Sinnhaftigkeit und ethische
Reichweite und Tragweite einer Todesstrafe kann man nochmal an anderer Stelle diskutieren. Wir hatten gerade schon erwähnt, Boethius war ein sehr bedeutender Philosoph, weil er die Texte des Aristoteles konserviert hat. Was hat denn Boethius aber auch selber geschaffen? Und wir schauen auf sein Hauptwerk, das gleichzeitig auch sein letztes Werk sein sollte und gleichzeitig auch als letztes bedeutendes Werk der antiken Philosophie galt, nämlich die Consolatio Philosophiae, der Trost der Philosophie. Ein, wie ich sagen würde, dafür, dass es schon 1500 Jahre auf dem Buckel hat, tolles Werk. Er schreibt, zumindest in der Übersetzung, in der ich es gelesen habe, er schreibt sehr toll, sehr griffig, kann man sich gar nicht so vorstellen, aber ähnlich wie auch Platon schreibt er auch in so einer Art Dialogform und das macht das Ganze einfach auch griffig zu lesen. Wenn ich das dann vergleiche mit Kant, der wesentlich später kam, der über 1100 Jahre später kam, ja 1200 Jahre sogar, ist kein Vergleich. Die antike Philosophie ist einfach besser lesbar als beispielsweise die Philosophie von Kant. Sein letztes Werk war dieser Trost der Philosophie deshalb, weil er sie nach seiner Verhaftung geschrieben hat, eingekerkert. In welcher Form hat er dieses Buch geschrieben? Ich habe gerade schon erwähnt, so ein bisschen Dialogtext. Aber eigentlich ist es nicht ganz Dialog. Es wird ein Prosatext geschrieben und dieser Prosatext behandelt aber einen Dialog. Also es ist ein Prosatext mit eingefügten Gedichten. Und dafür habe ich ein ganz, ganz tolles neues Wort kennengelernt. Das nennt man Prosimetrum. Prosimetrum ist eben eine Textgattung, eine Textform, die einen Prosatext beinhaltet mit zwischenzeitlich eingefügten Gedichten. Das fand ich, ist ein ganz, ganz interessantes neues Wort, kannte ich auch gar nicht. Wir haben es also mit einem Dialog zu tun, und zwar mit einem Dialog zwischen dem Autor und der Allegorie der Philosophie in Frauengestalt, die Philosophia. Also der Autor, Boethius selber, als eingekerkerter, leidender Mann, spricht mit einer Frau, die Frau heißt Philosophia, und die stellt quasi die Philosophie dar. Es ist eine Allegorie auf die Philosophie, und das ist in zweierlei Hinsicht interessant. Erster Punkt, fand ich ganz spannend, er wählt eine Frauenfigur. Er macht die Philosophie zur Frau. Das fand ich super spannend, das finde ich ganz toll. Ihr wisst ja, dass mir Gleichberechtigung und Frauengeschichte und auch Darstellung der Frauen, Unterdrückung der Frauen, sexistische Ideologie für mich eine Art Herzensthema sind. Und deshalb fand ich das hier ganz toll, dass er die Philosophie zu einer Frau macht. Dass er nicht sich einfach mit einem antiken Philosophen unterhält, so wie es ja in den Dialogen Platons ständig geschieht. Da haben wir eigentlich nur die ganze Zeit Männer, die sich in einem Forum unterhalten über philosophische Themen. Nein, er unterhält sich mit der Philosophie als Frau. Fand ich erstmal stark und habe ich eine gewisse Sympathie entwickelt. Der zweite Punkt, warum das interessant ist, ist die Tatsache, dass Boethius als Christ, er hat sich klar als Christ gesehen, angesichts seines bevorstehenden Todes nicht mit der christlichen Glaubenslehre beschäftigt. Er hätte sich ja, weiß nicht, mit einem Kirchenvater unterhalten können oder mit einem Jünger Jesu oder mit einer anderen christlichen Figur. Nein, er setzt sich nämlich nicht mit dem Christentum hier auseinander, sondern er sucht gezielt Trost in philosophischen Überlegungen in der Auseinandersetzung mit der Philosophie. Also zwei wirklich sehr, sehr interessante Aspekte für diese damalige Zeit. Denn eigentlich, so wie wir es ja auch heutzutage kennen, wäre es völlig üblich, dass man sich mit ja Religion beschäftigt, wenn man dem Tod nahesteht. Wir kennen das aus amerikanischen Gefängnissen, wenn nochmal ein Priester oder eine Priesterin kurz vor der Todesstrafe nochmal in die Zelle einer Person kommt und ihn nochmal weiht und ihm nochmal Zuspruch gibt und ihm einfach Trost bietet. Aber hier wendet sich Boethius vorsätzlich an die Philosophie und möchte damit natürlich auch ein Zeichen setzen. Und möchte damit vor allem auch, ja, so ein bisschen genau diesen Wendepunkt darstellen und auch vor allem die Philosophie einfach in den Mittelpunkt stellen. Man kann das Buch so ein bisschen in zwei Hälften teilen. Die erste Hälfte widmet sich der Nichtigkeit und dem sinnlosen Streben nach irdischen Gütern. Und die zweite Hälfte, daraus werden wir gleich was vorlesen, beziehungsweise dem werden wir uns gleich widmen. Die zweite Hälfte, ja, schaut sich die Alternative zum Streben nach irdischen Gütern an, also die Suche nach dem Guten. Die Suche nach der Ethik, nach der Glückseligkeit, hier sehen wir schon diesen starken aristotelischen und platonischen Einschlag, die Suche nach der Eudaimonia auch in der antiken Ethik, dazu hatten wir ja auch schon die Folge zur Tugendethik aufgenommen,
Müsste ganz nach unten scrollen, war, glaube ich, irgendwie Folge 6, die ich mit Yannick aufgenommen habe zur Tugendethik. Und genau hier setzen wir eben an. Wir schauen uns das vierte Buch an. Das Hauptwerk ist in fünf sogenannte Bücher unterteilt. Und ungefähr im dritten Buch, da wendet sich diese Halbierung. Ich hatte ja gesagt, erste Hälfte irdische Güter, zweite Hälfte Suche nach dem Guten und im dritten Buch wendet sich das. Also wir sind jetzt im vierten Buch in dieser zweiten Hälfte und schauen uns schon die Alternative an. Ganz interessant, Boethius widmet sich hier der Theodizee-Frage. Theodizee-Frage, wisst ihr, denke ich mal, alle, die Frage, warum so viel Böses und Schlechtes auf der Welt existiert, warum es so viel Schlechtes auf der Welt gibt, warum es Mord gibt, warum es Raub gibt, warum es Tote gibt, warum es Kriege gibt, wenn doch ein überaus guter Gott uns alle geschaffen hat. Wenn Gott das Vollkommenste ist, Gott ist das reinste Wesen, Gott ist das beste Wesen, warum hat dieser Gott denn so viel Leid auf die Erde gebracht? Und da schauen wir uns gleich ein Zitat an aus der Trost der Philosophie. Aber dies eben ist die höchste Ursache unseres Kummers, dass während doch ein guter Lenker der Welt existiert, das Böse überhaupt sein kann und auch bestraft hingeht. Die klassische Theodizee-Frage wird hier von Boethius eben genannt. Boethius beklagt sich eben über das Böse, das vor allem auch unbestraft weiter böse sein kann. Und das eben, obwohl es doch diesen guten Lenker der Welt, damit meint er eben Gott, gibt. Und die Antwort der Philosophie lautet dann wirst du gerade mit Hilfe dessen erkennen, dass die Guten immer die Mächtigen, die Schlechten aber immer die Verworfenen und Schwachen sind, dass niemals die Laster ohne Strafen, die Tugenden ohne Lohn bleiben, dass den Guten immer das Glück, den Schlechten das Unglück zuteil wird. Und da du ja schon die Gestalt der wahren Glückseligkeit gesehen und auch erkannt hast, so will ich jetzt dir den Weg zeigen, der dich in die Heimat zurückführen soll. Wir merken also hier, Boethius spricht von dem Kummer. Er ist eingesperrt, er wurde zu Unrecht eingekerkert und wird dann auch hingerichtet. Er fragt sich, warum Gott das alles zulassen kann. Und die Philosophie antwortet ihm: Pass auf, ich werde dir das zeigen. Das Gute bleibt immer gut, das Böse bleibt nicht immer böse, aber das Böse kann im Prinzip nicht anders. Alle sind auf der Suche nach der Glückseligkeit und ich werde dir jetzt den Weg dafür zeigen. Also die Philosophie bzw. Boethius spricht ganz im Kontext der antiken Ethik davon, dass die guten Menschen nach den Tugenden leben und durch diese Ausübung die Glückseligkeit finden. Ich zitiere: Aber das höchste Gut, das gleichmäßig das Ziel der Guten und Bösen ist, erstreben die Guten auf dem naturgemäßen Wege der Tugenden, die Schlechten dagegen durch mannigfache Begierden, was der natürliche Weg zum Guten nicht ist. Wir haben also hier diese klassische antike Tugendethik nach Aristoteles. Er spricht von den Tugenden, die den Guten mitgegeben wird auf ihrem naturgemäßen Weg. Da haben wir auch diesen naturgemäßen Zweck einer jeden Person, dieses Ergon-Argument des Aristoteles. Hört euch nochmal die Tugendethik-Folge an, da wird das alles von mir ganz haargenau nochmal beschrieben, falls es jetzt für einige ein bisschen zu kurz kommen sollte. Aber ganz wichtig ist vor allem auch die Tatsache, dass die Schlechten durch mannigfache Begierden ausgezeichnet werden. Also auch hier gibt es wieder diesen Unterschied, beziehungsweise diesen Umstand, dass das Böse durch zu starke Affekte passiert. Also wenn man seine Affekte und seine triebhaften Handlungen, seine triebhaften Neigungen nicht im Zaume hat, dann kann das Böse entstehen. Das sagt vor allem auch ganz, ganz klar Platon in seiner Seelenlehre. Und im Endeffekt gelangt dann Boethius zu der Aussage, die auch schon Platon im Gorgias trifft. Gorgias, ein überaus spannender Dialog, kann ich nur empfehlen. Ist ganz kurzweilig, geht, glaube ich, nur 100 Seiten, ganz, ganz schnell gelesen. Und die Grundaussage ist die, dass Unrecht tun immer schlimmer ist als Unrecht leiden. Ich zitiere auch hier: Aus allem diesem erhält die Macht der Guten und die unzweifelhafte Schwäche der Schlechten. Es zeigt sich die Wahrheit jenes Satzes Platons, dass nur die Weisen tun können, was sie wollen, die Bösen hingegen zwar verüben, was ihnen beliebt, aber das, was sie wünschen, nicht erfüllen können. Also ein ganz, ganz relevanter Satz, dass also die bösen Menschen,
Hier wird ganz klar zwischen Gut und Böse entschieden. Der Gegensatz wird auch ganz, ganz kurz besprochen. Aber die Bösen, die verüben, was ihnen beliebt. Sie kommen also ihren Neigungen nach, ihren Affekten. Aber sie können nicht das, was sie eigentlich wünschen, erfüllen. Und das, was sie eigentlich wünschen, das ist das Gute. Also Boethius geht hier ganz klar nach dieser antiken Ethik. Alle Menschen, auch die, die scheinbar böse sind, streben nach dem Guten. Nur die Bösen, die agieren zu stark hinsichtlich ihrer Affekte, die neigen zu stark nach Wutausbrüchen, nach impulsiven Handlungen. Und die Guten, die streben nach den Tugenden, die handeln auch tugendethisch völlig korrekt. Und deshalb zeigt sich diese Schwäche bei den Bösen, weil sie können quasi gar nicht anders. In der Kurzfassung kann man das so zusammenfassen. Die Philosophie spendet Boethius Trost, denn sie sagt, alle Guten streben nach dem Guten und erlangen dies durch die Tugenden. Auch die Bösen streben nach dem Guten, aber sie schaffen es nicht, weil sie zu stark ihren Affekten nachkommen. Unrecht leiden, also so wie Boethius zu Unrecht im Kerker gelandet ist, hat keinen Einfluss beim Streben nach dem Guten. Also Unrecht leiden ist weniger relevant als Unrecht tun, denn dieses Unrecht tun machen schlechte Menschen und deshalb sind diese Menschen schlecht und gelangen vielleicht erst später zur Glückseligkeit, aber nicht jetzt in diesem Moment. Also sozusagen, im Endeffekt kann Boethius, wenn es jetzt zu schwierig formuliert wurde, Boethius kann mit reinem Gewissen hingerichtet werden. Das ist das, was die Philosophie ihm hier sagen möchte. Sie möchte ihm Trost spenden, dass er ein gutes Leben geführt hat, dass er kein Unrecht getan hat, sondern er Unrecht leidet. Aber er möchte auch gleichzeitig auf die Theodizee-Frage antworten, indem er dann sagt, auch die Bösen werden früher oder später gut, weil alles nach dem Guten strebt. Und Gott hat dafür gesorgt, dass eben alle dieser Glückseligkeit nachkommen wollen, aber einige werden eben durch ihre Natur, durch ihre Affekte, durch ihre Triebe daran gehindert. Das klingt ein bisschen merkwürdig, das liegt aber auch generell in der Natur der Sache dieser theologischen Betrachtungen und auch der Theodizee-Frage. Wenn man gar nichts damit anfangen kann, dass es Religion gibt, dass es einen Gott gibt, wenn man gar nicht an Gott glaubt, wenn man diese ganze Theologie gar nicht berücksichtigt in seinem Denken, dann wirkt natürlich diese Theodizee-Frage und auch die Antworten darauf ein bisschen abstrus und ein bisschen absurd. Ich kann das schon nachvollziehen, aber das waren zumindest in der Menschheitsgeschichte relevante Fragen. Die Funktion der Philosophie ist hier also Trost spenden für die Person, die im Kerker sitzt. Die Funktion der Philosophie ist hier auch zu sagen, nach einer Ethik wenden sich alle Menschen zum Guten hin. Sie wollen alle gut werden. Einige können es nicht, einige tun dann Unrecht. Aber die, die Unrecht leiden, die sind davon ausgenommen. Die sind trotzdem zum Guten gestrebt, die haben trotzdem ein glückseliges Leben geführt und sie brauchen sich nicht so stark kümmern, sie brauchen nicht so stark Kummer leiden. Denn vor allem die, die böse sind, und deshalb spendet sie ihm Trost, die böse sind, die werden irgendwann auch gut. Die werden auch gut. Wenn sie nicht gut werden, dann können sie nichts dafür und vor allem kann Gott nichts dafür. Das ist hier so ein bisschen die Kernfrage. Also, wenn wir diesen Trost der Philosophie beiseite legen, kommen wir wieder zu einem übergeordneten Blick. Das war mal ein kurzer Einblick in Boethius seine Philosophie, in dieses Hauptwerk Trost der Philosophie, das wirklich sehr, sehr relevant ist. Die logischen Texte von Aristoteles, wie schon anfangs erwähnt, waren das Einzige, was also ab 600 in den Klosterschulen gelehrt wurde. Alle anderen Themen, alle anderen Philosophen, vor allem auch die naturwissenschaftlichen Texte von Aristoteles, zum Beispiel Decelo über den Himmel, hatte ich schon mal kurz bei der Giordano Bruno Folge erwähnt, blieben weiterhin unübersetzt und auch einfach unbekannt. Und für die Philosophiegeschichte sollten wir uns unbedingt Boethius merken, denn er gilt doch als wichtigster Vermittler der antiken Logik und auch der antiken Philosophie ins neue latinisierte Mittelalter. Und sein Werk Trost der Philosophie war im Mittelalter sehr verbreitet, war auch Schullektüre und fand eine sehr breite Rezeption. Viele Begriffe, die dann später auch von Latein auch dann ins Deutsche übersetzt wurden, also vom Altgriechischen, was Aristoteles selber geschrieben hat, dann übersetzt von Boethius ins Latein und dann ins Deutsche. Also viele Begriffe stammen einfach von Boethius. Der hat das Altgriechische übersetzt und dementsprechend auch unsere sprachlichen Festlegungen mitgeprägt. Also ganz, ganz relevant für die Philosophiegeschichte. In den Ausläufern der Antike, in der Spätantike, wir sprechen weiterhin von den Jahren 500 bis 600, hatte die Philosophie also eine Funktion. Sie spendete Trost, sie half weiterhin zu einem besseren Leben.
Was ja auch der antike Konsens eigentlich war oder das antike Ziel war. Obwohl Aristoteles sehr viele naturwissenschaftliche Texte geschrieben hat, ging es hauptsächlich der antiken Philosophie darum, dass die Menschen zu einem glückseligen Leben finden. Das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Und hier bei Boethius wird das eben auch noch ausgeführt. Als Christ hat er sich nicht an Jesus gewendet, als er im Kerker saß und hingerichtet werden sollte, sondern er wendet sich zur Philosophie zu. Und das markiert so ein bisschen auch einen ganz, ganz wichtigen Standpunkt der Philosophie, auf die dann auch noch das ganze Mittelalter eben zurückgekommen ist. Wenn wir die Spätantike nun verlassen, wenn wir Boethius hinter uns lassen, wenn wir das Römische Reich hinter uns lassen, dann folgt ein bisschen das dunkle Zeitalter. Es gab weiterhin die Klosterschulen, die Philosophie wurde zumindest in aristotelischem Kontext ein bisschen gelehrt. Aber es hat keine weiteren großen, zumindest sehr bekannten Namen hervorgebracht, bis circa 1000. Also es waren dann wirklich 400 Jahre, die werden ja auch in der Menschheitsgeschichte, in der philosophieunabhängigen Geschichte als dunkles Mittelalter bezeichnet. Da war einfach nicht viel los. Da kann ich euch keine weiteren Philosophen vorstellen. Deswegen springen wir dann ins Jahr 1000. Denn dann kommt eine sehr interessante Phase. Ein Bevölkerungswachstum hat eingesetzt, es gab Wohlstand und es kommt vor allem eine global interessante Zeit. Denn diese antike Philosophie, die ja über Boethius schon ins Latein übersetzt wurde, vor allem im Oströmischen Reich noch gelehrt wurde, wurde dann weitergegeben über zwei arabische Denker. Wenn man vor allem auch über von europäischer Philosophiegeschichte spricht, darf man nicht außer Acht lassen, dass es wahrscheinlich keine europäische Philosophiegeschichte in diesem Ausmaß gegeben hätte, wie wir sie heute kennen. Und die akademische moderne Philosophie wäre wahrscheinlich auch eine gänzlich andere, wenn es nicht zwei wichtige arabische Vertreter gegeben hätte, die die antike Philosophie weitergetragen haben, nämlich Avicenna oder auch Ibn Sina genannt, der lebte um 1000, und Averroes, auch Ibn Rushd genannt, der lebte 1126 bis 1198. Ihr merkt hier also auch wieder, es sind einige Jahre ins Land gegangen. Boethius starb 524 und Averroes dann schon 1200. Das dunkle Mittelalter hat hier wirklich viele Jahrhunderte einfach brach liegen lassen und wer weiß, wie die Welt heutzutage aussehen würde, wenn es das dunkle Mittelalter nicht gegeben hätte. Diese beiden arabischen Philosophen jedenfalls haben die antike Philosophie weitergedacht und weitergelehrt. Ein wichtiger europäischer Philosoph in der Zwischenzeit, es kommt ein bisschen kurzes Name-Dropping, damit ihr zumindest diesen einen Namen einordnen könnt, Anselm von Canterbury. Ist sicherlich einigen ein Begriff, lebte 1033 bis 1109, war ein Philosoph, der zur ähnlichen Zeit lebte wie eben Avicenna und Averroes, dann eben auch nach dem dunklen Mittelalter. Und der ist vor allem bekannt durch seinen ontologischen Gottesbeweis. Ontologischer Gottesbeweis in seiner Kurzform. Erste Prämisse ist die, es kann nichts Vollkommeneres gedacht werden als Gott. Zweite Prämisse, wenn es ihn nicht geben würde, also wenn es Gott nicht geben würde, dann könnten wir ja etwas Vollkommeneres denken als Gott. Ja, die Konklusion ist, und deshalb kann man nämlich den ersten Teil des Wenn-Dann-Satzes negieren. Und der Wenn-Dann-Satz hieß ja, wenn es ihn nicht geben würde, dann könnten wir etwas Vollkommeneres denken. Also muss es ihn geben, damit die erste Prämisse stimmt. Klassischer Modus tollens. Und damit hat Anselm von Canterbury den ontologischen Gottesbeweis postuliert. Er hat quasi nachgewiesen, dass Gott in Wirklichkeit existieren muss und nicht nur im Verstand existiert. Auch hier wieder kann ich euch beruhigen, das klingt komisch, das klingt wirklich sehr weird, aber das ist der ontologische Gottesbeweis. Ich persönlich habe damit auch meine Probleme, auch schon Thomas von Aquin und auch vor allem später Immanuel Kant kritisieren, auch völlig zu Recht, diesen ontologischen Gottesbeweis, denn ja, es ist einfach ein Zirkelschluss. Also die erste Prämisse: Es kann nichts Vollkommeneres gedacht werden als Gott. Damit hat man ja schon ein bisschen die Existenz Gottes, zwar nicht in Wirklichkeit, aber im Verstand
als Prämisse genommen, also das, was man eigentlich beweisen wollte, dass Gott existiert, wird hier schon angenommen. Da gibt es natürlich dann noch den Unterschied zwischen einer verstandesmäßigen Existenz und einer ontologischen Existenz. Das würde jetzt hier aber zu weit führen. Für euch ist eigentlich nur wichtig, hier wird etwas bewiesen, das eigentlich schon am Anfang angenommen wird. Ontologischer Gottesbeweis, Anselm von Canterbury, ist ein anderes Thema und hat vor allem auch seine Schwächen. Noch ein anderer Punkt, den ich auch noch kurz erwähnen möchte, im 11. Jahrhundert, der da langsam zum Tragen kam und der ganz, ganz wichtig auch ist für die mittelalterliche Philosophie, ist der Universalienstreit. Es gibt ja allgemeine Begriffe, das wisst ihr alle, allgemeine Begriffe wie zum Beispiel Baum oder Mensch oder Zahl. Und die Frage ist nun, ob diese Begriffe nur sprachliche Konstrukte sind oder ob es diese Begriffe, diese Konzepte auch wirklich gibt. Und dann gibt es dann die Realisten, die sagen, jo, diese Konzepte sind auf jeden Fall auch existent. Es gibt die Idee Mensch wirklich. Und dann gibt es die Nominalisten, die sagen, nein, diese Begriffe sind nur sprachliche Ausarbeitungen. Zu diesem universalen Streit haben so gut wie alle Philosophen des Mittelalters etwas gesagt. Falls euch das Thema mehr interessiert, dann bitte ich um Info per E-Mail oder per YouTube-Kommentar. Dann beschäftige ich mich gerne noch mal ein bisschen intensiver damit, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Also ich bitte um euer Feedback, auch generell bitte ich eigentlich fast immer um euer Feedback und die steigende Zahl an Abonnentinnen unseres kleinen Cogitamus-Podcasts, die gibt mir zumindest ein sehr, sehr positives Feedback. Nochmal ein kurzer Überblick. Wir beginnen in der Spätantike, die Platonische Akademie wird geschlossen. Vorher gab es noch Boethius an der Schnittstelle, der hat die Texte ins Latein übersetzt. Seinen Trost der Philosophie haben wir uns angeschaut. Er behauptet einen Stellenwert der Philosophie. Er behauptet diesen Stellenwert gegen das Christentum, indem er sich mit der Allegorie der Philosophie unterhält, indem er Trost sucht in der antiken Ethik. Wir sehen hier diese Verschränkung zwischen antiker Philosophie und dann auch mittelalterlicher Philosophie. Dann herrschten 400 Jahre Dunkelheit. Dann kamen die beiden arabischen Gelehrten und Philosophen Avicenna und Averroes. Zwischenzeitlich gab es Anselm von Canterbury mit dem ontologischen Gottesbeweis und im Hintergrund wütete der Universalienstreit. So viel nur zum kurzen Abriss schon einmal. Jetzt wollen wir noch die letzten Minuten damit verbringen, dass wir uns den Übergang zum Hochmittelalter ansehen im Hinblick auf die Entwicklung der Philosophie als Wissenschaft. Wie schon mehrfach gehört, gab es also bis dahin nur die logischen Texte von Aristoteles, aber dann, sagen wir mal 1150, 1200, wurden auch Aristoteles wichtigste Schriften, die aufmerksamen und kontinuierlichen Hörerinnen unseres Podcasts, sicherlich auch ein Begriff sein können, nämlich seine Metaphysik, Dekelo vom Himmel und vor allem auch die nikomachische Ethik, im 12. Jahrhundert ebenfalls übersetzt ins Latein. Und vor allem auch die Aristoteles-Kommentare der genannten arabischen Philosophen sorgten für eine Wiederentdeckung des Aristoteles. Wir haben nun also das dunkle Mittelalter hinter uns gelassen, wir haben auch komplett die Antike von uns weggeschoben und sind jetzt im Hochmittelalter. Aristoteles wird wiederentdeckt. Ganz wichtig dabei ist vor allem auch die fakultative und auch die institutionelle Entwicklung der Philosophie. Da muss man zunächst dabei anfangen, dass es die Artes Liberales gab. Es gab die sieben freien Künste. Die bildeten schon seit der Antike einen Bildungskanon. Sieben freie Künste, das sind Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Geometrie, Arithmetik, Musik und Astronomie. In gewisser Weise kann man diese sieben freien Künste auch als mittelalterliche und antike Geisteswissenschaften in Abgrenzung zu den Artes Mechanicae bezeichnen, also den handwerklichen Künsten. Und diese freien Künste, warum hießen sie freie Künste? Weil sie einem freien Mann dienen sollten, der eben kein Handwerk zum Broterwerb benötigt, wie eben bei den Artes Mechanicae. Artes Mechanicae waren diese klassischen Handwerke, wie zum Beispiel Schmied. Wir sprechen also bei der Artes Liberales von den Vorläufern der Geisteswissenschaften. Böse Zungen behaupten ja, dass diese auch heutzutage nichts zum Broterwerb beisteuern würden, was eine sehr, sehr, ja, ich sag mal, abzulehnende Theorie ist. Warum erzähle ich euch das von der Artes Liberales? Diese sind der Ursprung der akademischen institutionellen Philosophie.
Denn bis dahin, bis ins Hochmittelalter, gab es keine richtig gelehrte Philosophie. Es gab keine eigene Fakultät, es gab keine Einrichtungen für diese Art des Liberales. Das wurde eben nur so ein bisschen in der Schule gelehrt. Wir hatten ja vorhin gehört, dass der Trost der Philosophie auch Schullektüre war. Das wurde nur, ich sag mal, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also bis dahin waren diese Artes eine Art Propädeutikum für die höheren Fakultäten. Diese höheren Fakultäten waren Medizin, Recht, aber vor allem auch Theologie. Und die Artes, diese, ich nenne sie mal Urphilosophie, die diente quasi der Theologie als Grundlagenfach. Wir haben hier also noch keine akademische Philosophie auf Augenhöhe, so wie wir es heute kennen. Die Philosophie war damals nur, ja, eine Hilfsfunktion. Die Philosophie war nur eine Art Grundschule für dann die eigentlich wichtigere Disziplinen und Wissenschaften. Inhaltlich bestanden sie aber auch da schon nicht mehr aus diesen klassischen sieben Künsten, sondern, wie auch schon vorhin gehört, vor allem durch Boethius und durch Aristoteles geprägte Lehren, waren das dann eben die Art des Liberales, die noch übrig geblieben sind. Auch Thomas von Aquin zum Beispiel lernte die Art des Liberales auf diesem Weg, ohne eine größere Fakultät. Er lernte das wirklich nur durch Boethius und Aristoteles, nur durch diese ganz einfachen Kommentare auch der arabischen Philosophen. Aber er hat nicht Philosophie studiert oder sowas, so wie man das heute kennt. Er hat wirklich nur die Philosophie ein bisschen kennengelernt und das war damals der Status. Also wir haben diese Art des Liberales schon seit der Antike. Die wurden dann ein bisschen transformiert in diese Schulphilosophie, in diese Urphilosophie, ein bisschen Boethius, ein bisschen Aristoteles, aber nicht viel mehr und das Ganze eigentlich nur, um später Theologie zu studieren. Das war damals die Philosophie, klingt aus heutiger Perspektive ziemlich heftig, finde ich, dass Philosophie einfach so einen geringen Stellenwert hatte. Doch dann ging es langsam los und dafür war Thomas von Aquin der Ausgangspunkt. Und das soll dann auch der Spoiler sein für die nächste Folge, denn Thomas von Aquin war dann der Ausgangspunkt, dass seit dem 12. Jahrhundert die Artes Liberales in sogenannten Artistenfakultäten gelehrt wurden. Thomas von Aquin hat die Philosophie von der Theologie emanzipiert, weshalb man dann eben die Artes ohne Verbindung zur Theologie lernen konnte. Die Philosophie wurde zu einer eigenen Fakultät, zu einer eigenen Wissenschaft. Der Beginn der akademischen Philosophie und der Beginn von allem, was in unserem Podcast passiert, der Beginn auch generell von allem Denken der Neuzeit startete unter anderem bei diesem Zeitpunkt. Gleichzeitig entstanden natürlich auch Universitäten. Auch die Universität Wien ist ungefähr 600, 700 Jahre alt. Das war auch so zu dieser Zeit, 13. bis 14. Jahrhundert. Und ganz wichtig ist dann auch, dass vor allem Textauslegungen eine der wichtigsten Methoden der damaligen Forschung war. Und so konnte dann eben auch die Philosophie unabhängig von Theologie gelehrt werden, weil eben man sich mit Texten von Aristoteles dezidiert beschäftigen konnte. Man musste sich nicht mehr mit Aristoteles in Bezug auf Gott beschäftigen. Aristoteles diente nicht mehr als Propädeutikum für Theologie, sondern man konnte sich mit Philosophie an sich beschäftigen, mit den Texten, mit den Kommentaren. Also da ging das ganze philosophische Leben überhaupt erst los. Und in diesen neu entstandenen Universitäten entwickelten sich dann eben auch später die philosophischen Fakultäten. Wir haben also zuerst diese Artes Liberales, dann entwickeln sich die Artistenfakultäten und dann diese wiederum später zu philosophischen Fakultäten. Zum ersten Mal im 14. Jahrhundert wird also der Begriff der philosophischen Fakultäten dokumentiert. Da können wir lesen, dass es eine philosophische Fakultät gab. Ich kann es nicht oft genug betonen, das war der Beginn der philosophischen, akademischen, modernen Ausbildung. Durch die Aristoteles-Wiederentdeckung entstand dieser ganze Schub, dieser ganze Hype und daraus dann auch die Philosophie, so wie wir sie heute kennen. Ein ganz bekanntes Bild, diejenigen, die den Podcast bei YouTube schauen, die können das Bild sich jetzt mal kurz anschauen. Auf der rechten Seite seht ihr, wie die Philosophie inmitten der Art des Liberales thront. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Bild aus der ersten von einer Frau verfassten Enzyklopädie um 1180 entstanden. Da kann man sehen, wie die Philosophie nicht mehr nur ein Propädeutikum ist, sondern wie sie sich erhebt, wie sie sich als die Geisteswissenschaft erhebt, die dann vor allem auch auf Augenhöhe zur Theologie steht. Und ein Grund dafür war Thomas von Aquin, der im 13. Jahrhundert die Philosophie von der Theologie emanzipierte. Aber hier mache ich jetzt
Schluss, denn das soll der Spoiler sein für die nächste Folge. Freut euch auf Thomas von Aquin. Es geht genauso zackig in der nächsten Folge weiter, bevor wir uns dann ein bisschen dezidierter mit den Philosophen der Neuzeit beschäftigen, die dann jeweils wieder in diesem klassischen Format, wie es bisher bei den Spezialfolgen hatte, immer eine Folge bekommen und die werden dann vielleicht auch wieder ein bisschen kürzer. Nochmal ein kurzer Rückblick. Wir haben begonnen in der Spätantike im 5. und 6. Jahrhundert. Boethius hat die logischen Schriften des Aristoteles übersetzt ins Latein. Er hat ein Hauptwerk geschaffen, das später Schullektüre war. Er hat sich mit der Philosophie beschäftigt. Er hat versucht schon, dass es Thomas von Aquin später schafft, die Philosophie auf Augenhöhe mit der Theologie zu bringen, indem er sich eben mit dieser Allegorie der Philosophie unterhält und nicht eben einfach mit einem Kirchenlehrer. Danach kommt aber auch ganz schnell das dunkle Mittelalter. Danach passiert 400 Jahre lang relativ wenig. Die Schriften und die antike Philosophie überdauert dann vor allem in der arabischen Welt durch Avicenna und Averroes, die wichtige Aristoteles-Kommentare verfassen im 11. und 12. Jahrhundert. Averroes wird uns vor allem auch noch bei Thomas von Aquin nächste Folge wieder begegnen. Anselm von Canterbury hatten wir auch noch, der lebte auch ungefähr zur gleichen Zeit mit dem ontologischen Gottesbeweis, den habe ich euch kurz vorgestellt, und den Zirkelschluss, der eigentlich existiert in diesem Gottesbeweis. Den Universalienstreit hatte ich kurz erwähnt, der begann auch ungefähr zu dieser Zeit. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, ihr könnt mir das gerne in den Kommentaren nennen. Und dann wurden eben die Aristoteles-Schriften wiederentdeckt, die arabischen Kommentare dazu gelangten in die Schulen. Die wichtigsten Werke von Aristoteles wurden dann vor allem auch übersetzt, die Metaphysik, die nikomachische Ethik. Also dieser Aristotelismus führt dann zur Emanzipation der Philosophie von der Theologie durch Thomas von Aquin, die Artes Liberales, so wie sie früher genannt wurden, die mittlerweile sehr stiefmütterlich behandelt wurden, entwickelten sich zu einer eigenen philosophischen Ausbildung auf den Artistenfakultäten, aus denen dann später die philosophischen Fakultäten in den Universitäten entstanden. Und damit möchte ich hier enden. Ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen, Thomas von Aquin und vor allem auch dann wieder diese umwälzende Zeit, die ich schon kurz in der Giordano-Bruno-Folge erwähnt hatte, 15. 16. Jahrhundert. Ganz wichtig, was können wir heute mitnehmen? Es gab das dunkle Mittelalter, da war 400 Jahre lang gar nichts. Es gab aber auch in der Spätantike noch unbekannte, wichtige Philosophen, die vor allem wichtig sind für diese Konservierung der antiken Schriften, nämlich Boethius, der vor allem dann auch ganz interessante Thesen schon aufgestellt hat, auch schon die Theodizee-Frage beantworten wollte, das Gute gesehen hat, auch schon diesen Unterschied zwischen den Affekten und den Tugenden, diese Tugendethik mit berücksichtigt hat. Und dann vor allem, und das war mir jetzt auch ganz wichtig, euch zu erklären, wie hat sich denn die Philosophie als Institution entwickelt? Woher kommt sie, die Artes Liberales, die philosophischen Fakultäten, wie ist das alles entstanden? Und wir schließen wie gewohnt mit einem Zitat aus einem Standardwerk zur Philosophiegeschichte, heute mal kein Zitat von einem konkreten Philosophen, sondern von Wolfgang Röth aus dem Buch Der Weg der Philosophie, Band 1, Mittelalter. Es geht um Boethius. Ich zitiere Wolfgang Röth und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich vor allem auf die nächste Folge. Wahrscheinlich wird die nächste Folge dann die große Identitätsfolge sein, wieder mit Yannick. Freut euch darauf. Liebe Grüße von mir und einen schönen Resttag. Eben weil Boethius im Wesentlichen im Rahmen der Antiken, namentlich der platonistischen und aristotelischen Philosophie, denkt, liegt es nahe, ihn vor allem als deren Vertreter und nicht so sehr als Anhänger der christlichen Religion darzustellen, obwohl nicht zu bestreiten ist, dass die von ihm behandelten Themen den Diskussionen der christlichen Philosophie des Mittelalters die Richtung wiesen. Das lässt erkennen, wie groß die Rolle war, die die griechisch-römische Philosophie für das mittelalterliche Denken spielte. Wie Rom in der römisch-katholischen Kirche weiterlebte, so wirkte die antike Philosophie im philosophisch-theologischen Denken des Mittelalters weiter.